mein Name ist Bernhard Kast, auch bekannt als Military History Visualized. Und ich bin Christoph Bergs und ihr kennt mich vielleicht als Military Aviation History. Und wir sind heute hier im Armeemuseum Ingolstadt, um euch das neue Projekt von uns vorzustellen, die Panzerkonferenz, die am 5. September hier stattfinden soll. Genau, und ihr könnt dabei sein, denn ihr kennt ja das Motto unserer Kanäle. Wir wollen akademisches Wissen an eine breite Öffentlichkeit weiterbringen und das hier ist der nächste Schritt. Und dafür haben wir 5 Vorträge für euch vorbereitet. Hallo, ich bin Roman Töppel und ich werde auf der Konferenz vortragen zum Thema, ist ein General der Infanterie vielleicht ein besserer Panzergeneral? Denn ich beschäftige mich im Moment sehr mit Erich von Manstein und der war ja eigentlich ein General der Infanterie. Deswegen ist das eine spannende Frage. Hallo, mein Name ist Ralf Ratz, ich bin der Direktor des Deutschen Panzermuseums und wir hätten diese Konferenz gerne bei uns zu Gast gehabt, sehr gerne sogar, welchen besseren Ort rein thematisch gesehen hätte es geben können als uns, aber leider ist unser Museum rein organisatorisch gesehen nicht dafür ausgestattet, mehr als 20, 30 Leute zu beherbergen für ein Seminar und deswegen können wir leider die Konferenz nicht bei uns vor Ort machen, wir hätten es gerne gemacht und deswegen nochmal herzlichen Dank an die lieben Kollegen vom Bayerischen Armeemuseum für die Aufnahme der Konferenz, finde ich super und weil ich das alles super finde, werde ich vortragen, ich werde antreten mit einem Vortrag zum Thema Warum der Königstiger? Die Frage ist, wenn doch alle irgendwie wissen, dass der Königstiger zu groß, zu schwer, zu unzuverlässig und so weiter gewesen ist, warum ist er dann in die Welt gekommen, wenn doch eigentlich einigermaßen fähige Ingenieure, Techniker, Fachoffiziere und so weiter daran gearbeitet haben und das Design entwickelt haben? Und die üblichen Antworten, Dummheit, Selbstüberschätzung und so weiter, scheinen mir ein bisschen kurz zu greifen. Heute habe ich gelesen, die Großprojekte oder die großen Panzer des Kriegsendes seien durch den drogeninduzierten Wahnsinn des Führers in die Welt gekommen. Also so viel kann ich verraten, das war es nicht. Genau, und dann wollen wir mal sprechen über den Königstiger und warum er war, wie er war. Ein Vortrag wird über Panzerproduktionen sein. Nähere Informationen zum Vortragenden und zum Thema folgen noch. Und ich mache etwas zur Panzerbekämpfung aus der Luft. Und ich werde zu Panzerorganisation vortragen, speziell deutsche Panzerdivisionen. Ja, und dass diese Konferenz überhaupt stattfindet, dafür brauchen wir eure Unterstützung. Dazu gibt es 3 Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr natürlich hier live dabei sein in Ingolstadt. Wir haben hier aber eine Ticketbegrenzung von 100 Tickets. Wenn ihr dabei seid, könnt ihr natürlich auch während den Frageblöcken eure Fragen stellen. Die Alternative dazu sind Videoaufzeichnungen der Vorträge und Frageblöcke von einem professionellen Videoteam, die dann exklusiv für euch veröffentlicht werden. Diese Videos werden nicht auf YouTube veröffentlicht. Und wie bei einer Konferenz üblich, gibt es natürlich auch eine schriftliche Publikation aller Fachvorträge. Wenn ihr an der Panzerkonferenz in der einen oder anderen Form teilhaben wollt, dann schaut in die Videobeschreibung, dort findet ihr einen Link mit weiteren Informationen. Ja, wir würden uns freuen, euch hier am 5. September in Ingolstadt zu begrüßen.